So, und dann? Komm mal her. Wer ist hier im Spiegel? Sag mal. Akku natürlich. Ja, das Bild auf meinem YouTube-Kanal ist nicht bearbeitet. So, diese zwei Kanäle könnt ihr abonnieren. Einmal Akko, The Persian Killer für Kraftsportvideos, Muskelaufbau und alles, was in diese Richtung geht. Und darunter Akko Power Let's Play, wisst ihr ja, für Panzer Let's Plays und so weiter. Und unten seht ihr mein Facebook, Akko Akko Armani. Alles klar, viel Spaß beim Video. So, willkommen zurück. Ja, auf dieser offenen Map hier. Es ist einfach jedes Mal ultra wichtig. Es gammeln immer viel zu viele in der Mitte, meiner Meinung nach. Also guck mal auf die Minimap da. Diese Mitte reicht, wenn da einer ist und vielleicht noch da einer. Das reicht vollkommen. Es müssen da jetzt nicht 5, 6 Panzer rumstehen. Der Hill rechts ist wichtig, der darf auf gar keinen Fall fallen. Aber ultra wichtig ist diese 1er-2er-Linie hier. Ja, wenn ihr Scout seid oder Medium und ihr seht, hier vorne spottet keiner. Ich sag nicht, fahrt vor und stirbt oder so, ne? Davon ist nicht die Rede. Aber hier in etwa irgendwo im Busch passiv stehen und diese Linie spotten ist ultra wichtig. Ich werde jetzt mit meinem T-57er Heavy darüber fahren, weil ich habe gesehen, der Gegner hat 2 Mäuse. Ein Panzerkampfwagen, 7 und 3-mal Kranwagen oder 4-mal sogar. Da sieht man auch wieder, das Matchmaking ist wieder Schrott des Todes. Warum muss der Gegner 4-mal Kranwagen haben? 2 Mäuse und ein Panzerkampfwagen 7. Und wer da eigentlich Stahlvorteil hat, ne, das brauche ich ja nicht zu erzählen. Diese 4 Kranwagen, die kriegst du am Turm kaum penetriert oder gar nicht. Ja, und diese Mäuse haben Abpraller ohne Ende, genauso wie der Panzerkampfwagen 7. So. Was besonders ist in dieser Runde ist, dass ich mich leer schießen werde. Das heißt, ich werde am Ende keinerlei Munition mehr haben. Und es wird eine ultra lange, schwierige Runde. Und ich lasse euch jetzt mit dem Replay alleine. Und eines noch, ihr werdet sehen, dass unser Rheinmetall 10er Light, dadurch, dass er die 1er Linie nicht spottet, ja, uns ziemliche Probleme bereitet. Also, viel Spaß mit dem Replay.
Ey, dieser Rheinmetall, ne, jetzt mal ganz ehrlich, der hätte schon viel früher diese Gegnerarti rausholen müssen. Dann wäre das Ganze viel einfacher. Stattdessen schießt er die ganze Zeit auf die Maus und kommt da nicht durch. Alles egal, wir sehen uns jetzt bei den Stats.